Ellenbogen. Jetzt der Ellenbogen, also die Schulter war einfach. Jetzt kommt ein bisschen, jetzt kommt ein bisschen die komplexere Sache, der Ellenbogen. Das ist der rechte Ellenbogen von außen gesehen. Wir haben drei Knochen, Speichen, Ellen und den Oberarm. Und die drei bilden das Gelenk. Und die drei bilden nicht nur ein Gelenk, sondern auch hier gibt es verschiedene Gelenke. Hier gibt es eins, das ist jetzt von innen gesehen, hier gibt es eins. Und dann gibt es noch zwischen diesen zwei eins. Und die spielen auch, wie in der Schulter, spielen eine Rolle zusammen. Da gibt es ganz viele Nerven. Ich habe jetzt einen eingezeichnet, sogenannte Nervus ulnaris, wo da hinten amix weh machen kann. Und wenn man drauf klopft, dann gibt es elektrisierendes Gefühl, oder? Der Musikantenknochen auf Deutsch. Und der, das ist eben der Nervus ulnaris. Das ist so ein bisschen so Mini-Anatomie. Natürlich gibt es so Muskeln, Sehnen, Bänder, die sind sehr komplex. Da gehe ich wirklich nicht drauf ein.